Ja, eigentlich wollten wir heute nur umsetzen auf die Teterower Burgwallinsel und die Ausflugsgaststätte Wendenkrug. Draus geworden ist eine wunderschöne Rundfahrt über den Teterower See, den wir im Übrigen gar nicht mehr so groß in Erinnerung hatten. Ja, mit dem tollen Kapitän Holger. Holger, ich weiß, du willst das Video angucken, deswegen schöne Grüße von hier. Hatten wir eine tolle Zeit auf dem See und wie gesagt, hier nochmal die Kontaktdaten. Eine absolute Empfehlung. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, der sollte das nachholen. Heute sind wir mal auf den Spuren unserer Kindheit unterwegs und sind jetzt hier in Teterow und wollen zum Burgwall übersetzen. Das ist hier so eine kleine Insel im Teterower See. Und eigentlich wollten wir da mit der Regelus hinfahren, haben aber festgestellt, dass hier, wo wir sind, es gar nicht zu Regelus geht. Also jedenfalls nicht den Weg, den wir jetzt gewählt hatten. Müssen wir da lang. Das machen wir aber nachher. Aber jetzt haben wir uns entschieden, dass wir hier den Weg erstmal lang gehen. Und also ich glaube, ich war hier vor 35 Jahren das letzte Mal. Ich kann mich aber noch gut daran so erinnern, dass es da mal so Familienausflüge hingab. Und früher ist man diesen Weg hier gegangen und dann war da die Anlegestelle für die Fähre. Mal gucken, ob wir die dann hier hinten am Ende finden, noch diesen alten Anleger. So, jetzt sind wir hier angekommen am Fähranleger. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass hier, als ich Kind war, eben immer die Fähre hin und her fuhr. Moment, ich zeig mal hin. Huch, da. Da ist der Wendenkrug. Da ist eben diese Gaststätte hin, wo wir jetzt eigentlich hin wollen. Aber wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier noch rüberkommen. Wie uns gerade berichtet wurde, fährt die Fähre hier wohl doch. Ja gut, wir haben uns jetzt für die Rundfahrt entschieden und sehen dadurch natürlich noch ein bisschen mehr vom See. Sonst wäre es nicht so viel gewesen.